Hallo? Also, ja, hi. Bevor ich wundert, warum ich so skeptisch klinge, ich hatte gerade eben eventuell ein kleines Malheur und habe festgestellt, dass es eventuell eine gute Idee ist, das Aufnahmeprogramm neu zu starten, nachdem man den Grafiktreiber neu installiert hat. Fragt nicht nach. Manchmal bin ich eventuell etwas vergesslich. Vielleicht ein bisschen. Wir wollten mal den Koop-Modus in Baldur's Gate 3 ausprobieren. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber das sehen wir dann. Von daher, noch irgendwelche letzten Worte, Schatz? Oh. Stell dich nicht so an und werd erwachsen. Oh. Soll ich Start drücken? Ja. Ich habe Das einen ist wirklich Ladebildschirm. spannend. Irgendwie habe ich das kommen sehen. Ich darf einen Charakter erstellen. Ich irgendwie auch. Bevor irgendwer fragt, ja, ich spiele einen Tiefling, das gehört so. Also wichtige Dinge, die man schon mal einstellen sollte. Name vom Charakter. Ah, man kann keine Herkunft auswählen. Ja, irgendwo gibt es anscheinend immer noch. Das erinnert mich irgendwie an unsere Pen and Paper Runde. Erstmal auswählen, was man für einen Hintergrund hat. Lass dich da mal überraschen von meinem. Ja, ich fürchte, das wird besonders überraschend werden. Oh Gott, diese ganzen Hintergründe. Es ist aber schön, die mal auf Deutsch zu lesen, sonst muss ich die immer auch in Englisch im Buch suchen. Das klingt gut. Bin nicht ganz überzeugt, aber
schaffst das schon. Wieso? Hells, something just walked in. The stones. Nur ein bisschen Psycho. A tidy the stones less worn here. Was meintest du? Recently uncovered. Dein Hihihi ist nur ein bisschen Psycho. Achso, stimmt, ich wollte ja meinen Pen and Paper Charakter bauen. Dann darf ich den ja nicht Lyra nennen. Ach, scheiße. Tja, dann müsst ihr jetzt damit leben. Ja. Also, nur damit ihr es wisst, wir beide bauen gerade theoretisch unsere Pen and Paper Charaktere. Ja. Wobei bei meinem eine Besonderheit ist. Revan kann seine Rasse hier nicht finden. Meine Rasse gibt's hier leider nicht. Deswegen ich meine Rasse nachbaue so ein bisschen. Sozusagen. Sozusagen. Ja, doch. Dumm, die dumm, die dumm. Da hat man irgendwie ganz schön viele Hörner zur Auswahl. Ich glaube, ja, man hat mehr, glaube ich, mehr Hörner als Haare zur Auswahl. Augenfarbe. Oh, eine Frau mit Bart, das ist wichtig. Keine kurzen Haare. Okay, das ist noch kürzer als kurz. Jetzt sind wir einmal rum. Dann will ich die hier. Das passt am ehesten. Gesichtsbehaarung, kein Bart. Ja, nein. So, wenn man sich die Tätowierungen von Namen anguckt, sehen die alle echt cool und schön aus. Oh, stimmt, man kommt näher ans Gesicht ran. Hättest du mir mal vorher sagen sollen. Überraschung? Oh, schick. Schick, 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 schick. Ja, doch, da sind einige coole Tätowierungen bei. Klar, ich lasse mir einen Drachen über die Wange krauchen. Ich glaube, dann kriege ich Haue. Das ist Psycho. Also nur damit wir uns einig sind. Das ist wirklich Psycho. Tja, da müssen wir beide so bleiben. Mein Charakter sieht so alt aus. Okay.
weiß, wer Magier nehmen wird. Was? Wer wird Magier nehmen? Ich schätze mal du. Ja, zwangsläufig. Ausgehend davon, dass ich eventuell, also meine Magierklasse kann ich hier nicht spielen, weil ich, Valkyrie leider eine Homebrew hat. Aber wir gucken mal, dass wir es so ein bisschen angepasst kriegen. Oh Gott. Er hat das Player's Handbook aus der Tasche geholt. Ja, weil ich Sachen nachlesen muss. Echt jetzt? Jetzt kommt der Nerd um die Ecke? Ja, ich hab... Ich hab hier halt nicht meine... meine Dings zur Auswahl. Ja, also es klingt schon mal ziemlich nach dem, was ich haben möchte. Wobei auch Hexenmeister bestimmt lustig ist. Das ist Warlock. Ich weiß. Ah. Eldritch Blast! Eldritch Blast! Eldritch Blast! Ich kann halt nichts anderes. Ja. Jetzt schweig. Ah ja, du machst einen Hexenmeister. Ja. Okay. Dann nehme ich dir das nicht weg. Wenn Rainy eine Sache kann, dann ist es der Eldritch Blast. Immer wieder. Und wieder. Ich möchte dazu anmerken, dass ein Pen and Paper mit Rainy sehr anstrengend ist, wenn man einen Charakter hat, der es nicht möchte, dass er nass wird. Denn Rainy heißt Rainy, weil sie, wenn sie zaubert, eine 1:20 Chance hat, dass es anfängt zu regnen. Oder? Irgendwie sowas war das. Ja. Auch in Höhlen im Übrigen. Was heißt Unhold übersetzt? Keine Ahnung. Du könntest... Ich weiß jetzt höchstwahrscheinlich, warum das Buch so günstig war. Aber... Wieso? Unhold. Zeige ich dir nachher. Das Buch war nicht günstig. Das war ein original verpacktes. Okay. Das heißt Unhold, The Feind? Könnte sein. Ich mag Haare im Gesicht, aber irgendwie kriegt die keine Haare ins Gesicht. Ach ja, okay, das macht... Das passt schon. So, geerbte Fähigkeiten. Das klingt sehr sinnvoll, diese Verteilung. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht irgendwann mal aus Versehen das Falsche anklicke, wenn ich level oder sowas. Mein Charakter levelt nämlich nach Charisma. Also, ich brauche Charisma mit ihr. So, aber... Ja, ich beeil mich. Okay. Weißt, ich bin nie so derjenige, der leider bei sowas schnell ist, besonders wenn man nachlesen muss. Ja.
Nee, ich bin beim Richtigen. Gut. Findest du? Ja. Wenn ich jetzt auf Weiterziehen drücke, warte ich dann auf dich, oder? Keine Ahnung, es wäre nett, wenn du lange noch genug wartest, dass okay. hinterher komme. Ja, jetzt bin ich damit auch fertig. Baust du jetzt wirklich komplett nach, oder wie? So gut ich halt kann. Okay. Wenn es anfängt zu regnen, schlage ich dich. Oh, man kann nicht höher gehen als... Okay. Ja. Sind alle da? Wo gebe ich meinen Namen ein? Herkunft. Oh, ich habe meinen Hintergrund gar nicht ausgewählt. Du kannst nur Benutzer definiert. Achso, den Hintergrund, ja. Ich weiß es doch nicht mehr. Keine Ahnung. Ich weiß, dass du einen gewählt hattest, über den du kein Geld generiert hattest. Und die als einzige Person tatsächlich bei uns in der ersten Gruppe warst, die keinerlei irgendwas hatte. Es ist noch nicht mal Taschengeld. Dann nehme ich das noch mit dazu. Wird schon schief gehen? Hoffentlich. Dann klicke ich jetzt mal ich als erstes auf Weiterziehen. Mach. Ah. Was achst du? Jetzt kannst du. Tell me, who do you dream of at night? Was? Was? Soll ich jetzt meinen Traumkerl entfernen, oder was? Wer zieht dich an? Okay. Okay. Klar. Ich hab doch davon so schnell jetzt kein Bild. Was? Wovon? Achso, von deiner Halblingsdame, die dich versehentlich verführt hat? Was? Was? Nein! Also dazu muss man sagen, dass unser Game Master die ultimative Idee hätte, wir könnten doch ein paar Kilometer zurücklegen und an dem Abend noch komplett die komplette Kampagne zu Ende bringen und den Endboss legen. So viel zu dem Plan. 5 Minuten später saßen wir irgendwo rum mit unseren Charakteren. Unsere Charaktere haben Trinkspiele veranstaltet und unser Hexenmeister ließ sich von der Schmiedin verführen und ward plötzlich nicht mehr gesehen. Kann halt mal passieren. Ja. Wenn die Schmiedin plötzlich einen kritischen Erfolg auf Flirten wirft. So, damit passt das. Ah, ein bisschen dunkler. Nein, keinerlei Tätowierung hat er. Aha. Ungeschminkt. Du hast also einen Traumtyp? Okay, kann man noch irgendwas jetzt hier einstellen? Ah. Schade, ich kann keinen Namen eingeben. Oder kannst du irgendwo einen Namen sehen da? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Also, ich habe jetzt Kiki gebaut. Echt jetzt? Du kannst keine Genasi hier bauen. Die eine Rasse sieht ihnen schon ziemlich ähnlich. Die Gefunky, oder was das auch immer ist? Ja. Okay. Warum baust du Kiki nach? Der hat Intelligenz minus 3.
kann auch Nialeh nachbauen. Nein. Okay. Oh, das war ein Traum. Ich will zurück in den Traum. Drache pissig. Okay. Die erste Start hat mir besser gefallen. Ja, doch. Oh. My head. Ouchen. Wherever we are, it's falling apart. Hallo. Hi. Automatisches Speichern erfolgreich. Okay. Schatz, hast du einen Tiefling gewählt? Eldritch Blast! Oh. Okay.
Okay. Ich habe halt versucht, so gut ich konnte, Rainy in ihrer nicht so menschlichen Gestalt darzustellen. Okay. Warum hast du einen Tiefling gemacht? Weil das da am besten passt. Verbrauchst du damit nicht? Das ist ein Cantrip. Oh. Für euch Cantrips kann man immer wieder wählen. Okay, also mit E kannst du nicht... Ah, mittlere Maustaste gedrückt halten, damit kannst du anscheinend drehen. Ah. Okay. Ich dachte, du hattest es schon ausprobiert. Ja. Nicht wirklich weit. Wenn du uns nicht vielleicht beide anzünden würdest. Stell dich so an. Und das kann man mit bis zu 4 Leuten spielen. Warte, ich will looten. Dead. Good. Wenn man irgendwas looten will, immer Revan hinterher. Der kennt sich da aus. Wir gehen hier hin? Wieso? Wo willst du hin? Und... Hetz! Wie hast du das gemacht? Ringen. Echt jetzt? Ah, ich brenne! Okay. Vorsicht, Feuer. Voll böse. Naja, stell dich so an. Was ist dieser versklavte Verstand? Was passiert, wenn ich den abfackel? Mach doch. Das war das kürzeste Abenteuer, was ich je erlebt habe. Wo bist du? Ich bin voruntergeschleudert worden. Ich bin, glaube ich, genau da. Das ist bei mir nur so eine schwarze, verkohlte Leiche. Ich kann nicht looten. Ich hab dich gelooten. Du könntest mir helfen. Stand da auf jeden Fall gerade. Aber wie? Weiß ich nicht. Blut löscht offenes Feuer, kann einfrieren. Dosen verstecken Hilfe. Hilfe, ja. Aber du bist ganz tot. Da ist nichts mehr zu helfen. Da steht nur ungültiges Ziel. Bewusstlos schlagen, Spuren werfen. Wenn dein Trefferpunkt eines Charakters 0 erreicht, muss der Charakter um sein Leben würfeln. Der Charakter würfelt in jedem Zug. Nach 3 erfolgreichen Würfeln ist der Charakter stabil. Nach 3 Fehlwürfeln ist der Charakter tot. Charaktere können von ihren Verbündeten durch Heilen oder eine Hilfsaktion bei der Todeswurfrettung gerettet werden. Stabile Charaktere brauchen dennoch einen Verbündeten für die Hilfsaktion. Well. Hast du es wirklich geschafft, dich innerhalb von Sekunden zu töten? Du hast gesagt, mach doch! Also, du wirst jetzt einmal bitte schnell laden. Oder laden. Ich versuche noch rauszufinden, wie ich, Oh mein Gott. Ich glaube, du bist die erste Person, die es geschafft hat, im Tutorialraum zu sterben. Nein. Vor dem Tutorial zu sterben. Ich glaube, das Tutorial hat noch nicht mal angefangen. Kannst du mir mal sagen, wie ich mich wiederbelebe? Keine Ahnung, ich hätte ja gesagt, von wegen mit diesen Schreinen hier hat das was zu tun. Weil dieser Schrein tot, Zustand, bleibt dauerhaft bestehen. Die Kreatur ist tot und bringt ihn. Die Kreatur ist tot, wiederbeleben bringt ihn wieder auf die Beine. Ich habe mal. Versuchen wir es mal mit Nekromantie an dir. Was?